Hallo, Captain. Tag. Wann fahren Sie wieder zurück nach Portsmouth? In 2 Stunden. Wollen Sie mit? Nein, ich bleibe noch etwas hier. Na schön. Hallo, Captain. Tag. Kennen Sie das Schloss von Camor? Hallo? Kann schon sein. Also kennen Sie nun das Schloss oder nicht? Sie sind nicht besonders gesprächig. Nein. Tja, also dann vielen Dank für das Gespräch. Schon gut. Guten Tag, Monsieur. Psst, leise. Eine tolle Angel haben Sie da. Nicht wahr? Das ist eine fiberglasverstärkte Teleskop Ultralight 47. Das Neueste vom Neuesten. Was wollen Sie denn damit fangen? Oh, Sie werden es nicht glauben, aber ich hatte hier schon alles Mögliche am Haken. 5 Meter lange Hechte mit handtellergroßen Augen und Zähnen so scharf wie Rasiermesser. Deswegen habe ich mir diese Angel gekauft. Die letzte wurde mir von so einem Biest aus der Hand gerissen. Und das soll ich glauben? Aber sicher, das ist die reine Wahrheit. Ich schwöre Ihnen, ich hatte sogar Fotos von so einem Fisch. Aber ich habe sie ganz unglücklich verloren. Sie sind ins Wasser gefallen, hier beim Anleger. Und jetzt haben Sie keinen einzigen Beweis mehr für Ihre Geschichte. Das ist ja wirklich ein unglücklicher Zufall. Sie glauben mir nicht? Fragen Sie Kapitän Deneuve. Der kann es bestätigen. Ich zeige ihm oft meine gefangenen Fische. Kapitän Deneuve? Wer ist das? Oh, Sie kennen ihn nicht? Er ist der Kapitän des Fährschiffes, mit dem Sie hier angekommen sind. Er steht doch da vorne an Deck der Fähre. Der hat viel erlebt und ist weit rumgekommen. Er hat eine Menge zu erzählen. Die unglaublichsten Geschichten. So? Was denn zum Beispiel? Das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Ich höre meistens nur mit einem Ohr hin, wenn er mit seinem Seemanngarn anfängt. Er erzählt Ihnen sicher etwas. Sie müssen ihn nur richtig zu nehmen wissen. Ist er so ein schwieriger Mensch? Nun, er mag Fremde nicht besonders. Und er kann es nicht ausstehen, wenn man ihn auf seinen Job bei der Fährgesellschaft anspricht. Er ist ein stolzer alter Mann, wissen Sie? Und ziemlich eigensinnig. Ich verstehe, aber solche Menschen bin ich gewohnt. Ich werde schon mit ihm zurechtkommen. Ich muss los. Viel Glück beim Angeln weiterhin. Danke, danke. Ich bin's nochmal. Leise. Mon Dieu, haben Sie denn eben nicht zugehört? Ich versuche hier zu angeln, mon ami. Oh ja, tut mir leid. Und? Wie gefällt Ihnen die Gegend hier? Haben Sie sich ein wenig umgesehen? Noch nicht besonders viel, um ehrlich zu sein. Und was wollen Sie da von mir? Mir die Fische verscheuchen, ist es das? Nein, nein, ich habe eben ein paar Dinge nicht richtig mitbekommen. Gut, aber leise, vergessen Sie das nicht. Natürlich. Sagen Sie, guter Mann, wie komme ich zum Schloss? Zum Schloss? Sie meinen den abgebrannten Steinhaufen draußen am Ortsrand? Ja, genau. Was wollen Sie denn da? Da gibt es absolut nichts zu sehen. Ich möchte mich nur etwas umsehen. Also, wie muss ich da gehen? Oh, es ist wirklich ganz leicht. Gehen Sie einfach die Dorfstraße runter, über die Kreuzung und dann immer der Nase nach. Etwa 3 Kilometer, dann sehen Sie es schon. Haben Sie schon mal etwas von dem Schlossherrn von Camor gehört? Ja, natürlich. Meine Eltern haben mir immer von ihm erzählt, um mir Angst einzujagen, wenn ich unbedingt noch wach bleiben wollte. Der Schlossherr war für uns Kinder von Camor immer so etwas wie der schwarze Mann. Unsere Eltern erzählten uns Schauermärchen über ihn. Was denn zum Beispiel? Dass ihre früher Dorfbewohner verschwunden seien. Dass der Schlossherr kleine Kinder fangen und umbringen würde. Sie sagten immer, Pierre, schlaf jetzt, sonst holt dich der Schlossherr. Das weiß ich noch wie heute. Waren Sie seit Ihrer Kindheit wieder beim Schloss? Ja, ein paar Male war ich da, als wir Mauersteine brauchten für unseren neuen Stall. Aber ich sage Ihnen, richtig wohlgefühlt habe ich mich da draußen nie.
Was passierte angeblich, wenn man vom Schlossherrn geholt wurde? Man wurde umgebracht und an die Jagdhunde des Schlossherrn verfüttert. So haben mir jedenfalls meine Eltern erzählt. Keine sehr nette Gute-Nacht-Geschichte für einen kleinen Jungen. Das stimmt. Aber gewirkt hat sie schon. Wir haben uns im Dunkeln von dem Schloss ferngehalten, das können Sie mir glauben. War der Schlossherr denn so ein übler Kerl? Oh ja, das erzählt man sich. Er hat wohl seine gesamte Familie umgebracht und den halben Hofstaat noch dazu. Ein Verrückter. Aber auch so genau kenne ich die alten Geschichten nicht mehr. Das Schloss ist also abgebrannt? Ja, sicher. Es wurde verbrannt. Ich glaube, in irgendeinem Krieg oder von der Inquisition oder so etwas. Aber das ist schon hunderte von Jahren her. Was wissen Sie über das Schloss? Ach, nicht viel. Es muss vor hunderten von Jahren mal sehr reichen Leuten hier aus der Gegend gehört haben. Als Kinder haben wir in den Ruinen gespielt. Obwohl es natürlich nicht ungefährlich ist, in den Trümmern herumzulaufen. Wieso? Wegen der Einsturzgefahr und so weiter. Und außerdem ist es wirklich ganz schön unheimlich da draußen. Vor allem auf dem Friedhof. Heute ist von dem Schloss nicht mehr viel übrig. Die Bauern aus dem Ort benutzen die Ruine als Steinbruch für ihre eigenen Häuser. Ein paar Trümmer stehen noch, das ist alles. Ich muss los. Viel Glück beim Angeln weiterhin. Danke, danke. Das muss das Schloss sein. Oder besser das, was davon übrig ist. Ganz schön unheimlich hier. Die Decke des Turms ist völlig eingebrochen. Das war wohl mal ein Befestigungsturm, aber er ist völlig eingestürzt. Ein Eisentor. Abgeschlossen. Ein Grabstein, schon ziemlich verwittert. Er hat oben eine Mulde.
Ein Grabstein, schon ziemlich verwittert. Er hat oben eine Mulde. Ein Grabstein, schon ziemlich verwittert. Er hat oben eine Mulde. Ein Grabstein, er hat oben eine Mulde. Ein Mausoleum. Ein Grabstein. Schon, er hat oben eine Mulde. Hallo, da bin ich wieder. Verdammt nochmal leise, habe ich gesagt. Wollen Sie denn alle Fische verscheuchen? Oh ja, richtig. Tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich habe mich inzwischen ein wenig umgesehen. Draußen bei der Ruine. Und? Wie gefällt Ihnen die Gegend hier? Ja, wirklich nett. Aber ich hätte noch ein paar Fragen zu unserem letzten Gespräch. So. Na dann raus mit der Sprache. Aber bitte. Leise. Richtig? Genau, mon ami. Sie lernen dazu? Ich möchte mit Ihnen übers Angeln sprechen. Was möchten Sie denn wissen? Wie beißen die Fische? Fangen Sie etwas? Wenn es still genug ist, ganz gut. Also sprechen Sie bitte leise. Haben die Fische denn so gute Ohren? Darauf können Sie wetten. Ein zu lautes Geräusch. Und ich kann eine Stunde länger warten, bis sich wieder einer hertraut. Und was machen Sie mit den Fischen? Na was wohl. Die Kleinen werfe ich zurück, die Großen esse ich auf. Man kann diese Fische essen? Natürlich, warum denn nicht? Ich finde, das Wasser sieht ziemlich trübe aus. Nein, nein, das Wasser hier ist sauber. Und die Fische sind erstklassig. Camor war einmal berühmt für seine Fischerei. Aber da wurde hier doch wohl nicht mit Angelruten gefischt, oder? Aber nein. Früher gab es hier eine sehr große Fischkutterflotte. Aber seit ein paar Jahren sind die kleinen Fischereibetriebe fast alle eingegangen. Warum angeln Sie ausgerechnet beim Anleger? Die Schiffsschrauben wirbeln jede Menge Plankton vom Grund auf. Das zieht die Fische an. Sobald die Fähre ruhig liegt, hat man gute Chancen auf einen guten Fang. Ist das nicht zu laut für die Fische? Ach was. Zu laut ist es nur, wenn die Fähre anlegt.
Danach wird es ja sehr still hier am Anleger. Es sei denn, jemand kommt und stellt zu viele Fragen, mon ami. Eine tolle Angel haben Sie da. Nicht wahr? Das ist eine fiberglasverstärkte Teleskop Ultralight 47. Das Neueste vom Neuesten. Was wollen Sie denn damit fangen? Oh, Sie werden es nicht glauben, aber ich hatte hier schon alles Mögliche am Haken. 5 Meter lange Hechte mit handtellergroßen Augen und Zähnen so scharf wie Rasiermesser. Deswegen habe ich mir diese Angel gekauft. Die letzte wurde mir von so einem Biest aus der Hand gerissen. Und das soll ich glauben? Aber sicher, das ist die reine Wahrheit. Ich schwöre Ihnen, ich hatte sogar Fotos von so einem Fisch. Aber ich habe sie ganz unglücklich verloren. Sie sind ins Wasser gefallen. Hier, beim Anleger. Und jetzt haben Sie keinen einzigen Beweis mehr für Ihre Geschichte. Das ist ja wirklich ein unglücklicher Zufall. Sie glauben mir nicht? Fragen Sie Kapitän Deneuve. Der kann es bestätigen. Ich zeige ihm oft meine gefangenen Fische. Kapitän Deneuve? Wer ist das? Oh, Sie kennen ihn nicht? Er ist der Kapitän des Fährschiffes, mit dem Sie hier angekommen sind. Er steht doch da vorne, an Deck der Fähre. Der hat viel erlebt und ist weit rumgekommen. Er hat eine Menge zu erzählen. Die unglaublichsten Geschichten. So? Was denn zum Beispiel? Das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Ich höre meistens nur mit einem Ohr hin, wenn er mit seinem Seemanngarn anfängt. Er erzählt Ihnen sicher etwas. Sie müssen ihn nur richtig zu nehmen wissen. Ihn zu nehmen wissen? Wie meinen Sie das? Nicht so laut, bitte. Wegen der Fische? Nein, wegen Kapitän Deneuve. Er könnte uns hören. Na und? Also, passen Sie auf. Ich erzähle Ihnen etwas. Deneuve ist ein bisschen merkwürdig. Er verlangt unbedingt, mit seinem vollen Titel angesprochen zu werden. Das ist seine, wie sagt man, Marotte. Ach was, warum denn das? Er ist eben ein alter Seebär aus einer richtigen Seefahrerfamilie. Irgendein Vorfahrer von ihm war Kapitän in Napoleons Flotte. Und er selbst ist früher auch richtig groß zur See gefahren. Großes Kapitänspatent und so weiter. Hat die halbe Welt gesehen. Jedenfalls erzählt er das. Heute fährt er nur noch auf der Fährlinie. Aber er besteht nach wie vor darauf, dass man ihn mit seinem Titel anspricht. Er sagt, das gebiete der Respekt vor einem Kapitän. So, so. Na, wenn's weiter nichts ist, das kann er haben. Wie muss ich ihn ansprechen? Monsieur le Capitaine Charles Deneuve. Das ist sein voller Titel. Tun Sie ihm den Gefallen. Alles klar. Danke für den Tipp. Ich muss los. Viel Glück beim Angeln weiterhin. Danke, danke.